Hallo, ich bin die Sandra von Outdoor Physio. Ich bilde bei uns im Team den weiblichen Part. Heute habe ich das Vergnügen, der Ella das Thema Regeneration durch Stretching und Rolling näher zu bringen, damit sie für den Großglockner Ultra Trail bestens vorbereitet ist. Warum ist Stretching und Rolling wichtig für Läufer? Es fördert die Regeneration, es reguliert die muskuläre und fasziale Spannung und es verbessert die Beweglichkeit im Allgemeinen und im Laufspezifischen. Generell gilt, die Stretching- und Rolling-Einheiten an die Regenerationstage zu setzen und hier beachten, dass die Qualität vor der Quantität kommt, weil viel hilft nicht viel. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit der ersten Übung. So Ella, wir starten jetzt mit der ersten Übung und dafür ziehst du deine Schuhe aus und gehst in den Vierfüßlerstand. Und jetzt streckst du deine Knie nach oben aus, schiebst den Po nach oben Richtung Decke und schiebst die Fersen Richtung Boden, soweit es dir möglich ist. Und schau, dass du hier dich weit nach oben streckst und den Rücken in die Länge ziehst. Kopf ist entspannt. Und wenn dir das jetzt zu anstrengend ist, kannst du natürlich auch erstmal die Beine im Wechsel bewegen, also ein Knie beugen, das andere strecken. Dann kommst du wieder zurück in den Vierfüßlerstand, in die Ausgangsposition. Ich empfehle dir, die Übung circa 4 bis 5 tiefe Atemzüge zu halten. Und dann würde ich sagen, wir gehen direkt zur zweiten Übung über. Ella, wir starten jetzt mit Übung Nummer 2. Dazu kniest du auf einer weichen Schaumstoffunterlage. Du gehst jetzt in den Kniestand bitte, richtest deinen Oberkörper auf und machst jetzt mit deinem rechten Bein einen weiten Schritt nach vorne. Schiebst hier dein Steißbein nach unten, verriegelst dein Becken und bewegst dich jetzt langsam nach vorne. Um den ganzen Effekt jetzt zu verstärken, bringst du deine linke Ferse zum Gesäß. Kreis mit deiner linken Hand um den Fuß oder um den Knöchel, wo es für dich machbar ist. Sehr gut. Und langsam wieder lösen, in die Ausgangsstellung zurück. Und dann wechselst du zur rechten Seite über und hältst die Dehnung circa 3 bis 4 tiefe Atemzüge. Dann können wir gleich weitermachen mit der dritten Übung. Ella, für die dritte Stretching-Übung legst jetzt bitte dein Pad auf die Seite. Gehst wieder zurück in den Kniestand und bringst jetzt auch hier wieder dein rechtes Bein weit nach vorne. Platzierst deinen rechten Arm auf die Innenseite vom Bein und jetzt drehst du deinen Oberkörper nach links auf. Schaust in deine linke Hand nach oben, hältst 3 bis 4 Atemzüge und kommst dann mit der letzten Ausatmung wieder nach unten und gehst zurück in die Ausgangsposition. Dann machen wir weiter mit Übung Nummer 4. Ella, wir kommen jetzt zur vierten und letzten Stretching-Übung. Dafür gehst du in den Unterarmstütz. Deine Knie bleiben angewinkelt. Du bringst jetzt deine Beine so weit auseinander, wie es dir möglich ist. Bewegst jetzt deinen Oberkörper ein bisschen nach vorne und nach hinten, um dich zu mobilisieren. Und dann wieder in der Mitte anhalten und die Knie weiter nach außen schieben, soweit es dir möglich ist. Und wenn dir die 3 oder 4 Atemzüge zu kurz sind, dann kannst du auch gerne ein bisschen länger in der Position verharren. Und dann langsam die Beine wieder zusammenbringen. In die Ausgangsstellung zurück oder in den Fersensitz. Und dann kommt zum Abschluss noch die fünfte Übung mit Rolling. Ella, wir kommen jetzt zum Abschluss. Übung Nummer 5, das Thema Rolling. Und heute zeige ich dir eine Übung für einen Bereich, der sehr gerne vernachlässigt wird. Und zwar ist es die Fußsohle. Du darfst jetzt den Ball unter deiner rechten Fußsohle platzieren. Schau, dass du auch ordentlich Druck mit deinem Bein draufbringst und über deine komplette Fußsohle rollst. Auch bitte die Außen- und Innenseite mitnehmen. Und da, wo es besonders weh tut, kannst du auch mal ein bisschen länger verharren.
Wunderbar, Ella. Prüfung bestanden. Jetzt bist du ja bestens auf dein Projekt, den Großglockner Ultra Trail, vorbereitet. Und euch da draußen wünsche ich natürlich viel Spaß beim Nachmachen und viel Erfolg bei euren Projekten.